Setze Drohne ein. Ich sehe einen Hauptmann. Die Rebellen beten, die Gegend für uns aufzuklären. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Das war's. Alle okay? Okay, langsam. Suchen wir hier nach Info. Shit, wir haben Gesellschaft. Hier oben? Nö, bin dann irgendwo am Mineneingang, schätze ich mal. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab noch einen, macht 5. Okay, aufatmen. Die sind an uns dran, ganz ruhig. Ich sehe Pericos Ex-Bodyguard. Reden wir mit ihm. Wir haben sie aufgescheucht. Die Blindkanal bereit haben. Sobald er rauskommt, blenden. Das war scheiße knapp. Jetzt so. Hey, ich werf eine Blendgranate. Coopere il tuo saltra. Gut gemacht. Marino. Räumen wir auf und dann weiter. Alto, halt! Deténgase. Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Albträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Dann geben Sie mir seinen Namen und ein Foto. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Habt ihr ja super gemacht hier, Jungs. Habt ihr super aufgepasst, wirklich. Muss man ehrlich sagen. So viel Aufwand für einen 0815-Namen wie Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können. Indy ist zerstört. Sauber, alle in Ordnung? Es wird keine Verstärkung kommen. Meine Fresse, Alter. Wer von euch hat den dreckigen Alarm ausgelöst? Ich bringe euch um, Alter.
etwas mit meinen Händen. Oh, kann ich gebrauchen. Naja. Nee, kannst du nicht. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Nö, nicht zwingend. Hoch. Hola. Halt die Fresse. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Ich bin der Pilot. Ich sitze, los geht's. Abflug. Und die alte Weise vernichten. Nett. Mhm. TARS 101. Achso, ja gut. So, einmal noch kurz Muni nachholen und dann sind wir schon wieder weg. Die lernen schnell. So, 3500 Essen. Nee. Statten Sie Pericos Haus in Todos Santos einen Besuch ab. Ist der da, schnappen Sie ihn. Ansonsten durchsuchen Sie das Haus. Als ob der da ist. Unzerstörbar, ey. What the fuck, Alter? Tschüss. Oh Gott. Unsere Kran sind wir schon mal gescheitert. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären.
Alles sauber hier. Ey, komm, zum Teufel. Ich hab dich, halt einfach durch. Bei jeder Scheiße rollt sie sich ab, aber hier geht's jetzt schon los, wie am Anfang von Ghost Recon Wildlands in unseren Folgen. Ah, Scheiße nochmal! So, erstmal natürlich der Kapellorden. Hier laufen Gegner rum. Ist mir doch scheißegal, kannst du dir vorstellen. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Ist hier irgendwo ein Generator? Drohne fliegt. Nicht zwingend. Schöne Scheiße, die sehen uns. Der Leutnant flieht. Das war ein Zivilist, kein Sicario. Werfe Blendgranate. Die kommt genau auf uns zu. Aber ein Ziel. Greife an. Scheiße, das war ein Zivilist! Was soll der Scheiß in Deckung? Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Sicher, amigo. Schicke einen Kampfzug. Okay, ich werfe eine Blendgranate. Perico ist nicht da. Sucht alles nach Informationen ab. Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Das ist aber nur ein Radio. Volksantenne. Wir haben Pläne gefunden. Vielleicht eine Fraktalantenne? Falls Perico diese Fraktalantenne benutzt, hilft die Zeichnung der ISA vielleicht, ihn ausfindig zu machen. Wegen dieser Scheiße müssen wir das Kartell stoppen. Der Truck will sich absetzen. Nicht auf den Truck schießen. Wir brauchen das Zeug damit. Ich sehe Kartelltrucks auf der Straße. Sieht nach Nahrung plus Eskorte aus. Wahrscheinlich ein Versorgungskonvoi. Willst du ihn dir holen? Die Rebellen könnten die Vorräte dann verteilen. Alles klar. Granate! Granate, weg! Oh, so eine Scheiße, ey. Ich hab dich, halt einfach durch, bin auf dem Weg. Ah, danke. Gebiet gesichert. Wir melden den Rebellen, wo der Truck mit der Nahrung ist. Abmarsch. Jo, Abmarsch. Du sagtest.
So, dann haben wir noch hier drüben was. Gib Zeichen. Welches Zeichen da? Geschafft. Ich sag's den Rebellen, die holen es sich später. Klar. Und was machen wir? Wir machen jetzt erstmal, dadurch, dass wir hier schon fertig sind, machen wir erstmal weiter hier. Ja. Teresa-Zeit. Ich bin bereit. Wir haben vielleicht DJ Perigos Sendestation gefunden. Prüfen Sie das. Schauen wir mal. Unser Problem. Tschüss. So, schauen wir mal, was das hier schon gibt. Wo sehe ich irgendwo die Verstimmung? Da. Ein Scharfschütze. Wir landen mal hier oben. Filtrieren das dann. Die Drohne ist hin, wir haben einen Jammer. Zurück mit dir, zurück mit dir. Außer Sicht bleiben, nähern uns der Radiostation. Vielleicht arbeitet Perico ja gerade. Nee, tut er nicht. Hier ist niemand. Vielleicht abgehauen. Vielleicht hat ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber er ist noch auf Sendung. Bowman, wir sind beim Sender. Perico ist nicht da, aber das Programm läuft noch. Er benutzt diese Station als Relais zur Signalverstärkung. Ohne Code kommen wir da nicht rein. Scannen Sie seine Antenne mit der Drohne. Sigyn kann versuchen, die eingehenden Daten zu erfassen und anhand der Signalstärke seine Position zu ermitteln. Verstanden. Das Einzige, was ich bei Bowmans Anruf verstanden habe, ist, scannt die Antenne. Wir müssen die Drohne ruhig halten, bis der Scan fertig ist. Starke Interferenzen. Mist, vielleicht ist da irgendwo ein Störgerät. Sie müssen es erst zerstören, damit Sie Pericos Antennen scannen können. Okay. Dazu gehen wir mal wieder hoch. Damit wir uns vom Scharfschützenturm so einen schönen Überblick verschaffen können. Ugh.
Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Das Schwierigste sind vor allem die Ziele, die sehr nah sind. Wer ist der Kollege hier? Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Das C4 ist jetzt scharf. Die Ladung ist scharf. Das sollte ja genügend sein, um das zumindest zu sprengen. Die bösen Jungs haben den Knall gehört. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Was soll ich jetzt hier skinnen? Was soll ich jetzt hier scannen? Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Hä? Direktes Feuer angefordert. Verstanden. Ausgesperrt. Okay, nichts passiert. Der Alarm ist vorbei. An die Arbeit. Was soll ich jetzt hier scannen? Oder wie soll ich das jetzt scannen? Soll ich eine EMP ausstrahlen? Scan abgeschlossen. Hoffentlich findet sich in Pericos Aufenthaltsort. Schauen wir mal. Gute Neuigkeiten. Dank der gefundenen Pläne und dem Datenscan wissen wir, dass Perico ein einfaches Frequency Agility Programm benutzt. Signal zu verschlüsseln. Aber um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, brauchen wir noch den Code. Richtig. Wir haben genug Daten, um Perico ausfindig zu machen. Statten Sie ihm einen unfreundlichen Besuch ab und holen Sie sich den Code. Bowman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. Mhm. DJ Perico, der Papagei. Er träumte davon, ein Mixtape-DJ zu sein. Was eigentlich nur bedeutet, Geld mit den Songs anderer zu verdienen. Zum Glück für die Musikindustrie hatte das Leben andere Pläne. Straßenjunge mit 13, Crack mit 14,
Versuchter Mord mit 15. Bevor er in den Bau musste, floh er nach Mexiko. Er hatte einen Cousin bei Santa Blanca. Durch ihn bekam er einen Job als Sicario, als Profikiller. Wenn die bei Santa Blanca genau hingesehen hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er nichts drauf hat. Ich meine, versuchter Mord. So wie bei den zwei Typen, die er auf den Vordersitzen eines Autos verfehlt hat. Armselig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er jedem im Kartell auf die Nüsse ging und sein Arsch wieder über die Grenze geflogen kam. Allerdings fand El Sueño Gefallen an ihm. Perico war lustig. Er kann keine Pistole abfeuern, aber dafür Worte. Also, guten Morgen, Bolivia! Gab es einen neuen Job. Piratensender. Propaganda über den Aufstieg von Santa Blanca verbreiten. Ein super Tag für Kokain. Aber hey, ist es doch immer. Einen besonderen Gruß an meine Jungs in Fukara, die gerade El Sueños finale Finca bauen. Lass es aber langsam angehen, okay, Jung? DJ Perico ist Sueños Papagei. Geben wir ihm was Neues zum Plappern. Zeit wird's. Wir wissen, wo Perico ist. Nomad, meine Leute haben Hinweise auf einen Truck gefunden, der wertvolle Repliken zu Sueños Mausoleum transportiert. Es ist nicht eure Hauptaufgabe, aber so verletzt ihr Sueños Stolz. Klar. Wenn sich die Chance bietet, machen wir den Konvoi platt, bevor er Sueños Schrein erreicht. El Sueño schickte einen Konvoi mit persönlichen Gegenständen in sein Privatmausoleum. Ja, Sie haben richtig gehört. Stoppen und zerstören Sie die Trucks. Bereit? Feuer frei. Okay. Bereit? Ja. Feuer! Okay. Funk. Ja, also nochmal. Hier ist ein Tango.